Willkommen zurück zu NX. Wir sind bei Folge 66 sind wir tatsächlich. Wir sind gerade auf der Burgruine Ignadorn und wir haben hier gerade einen wichtigen Befehl erhalten, den wir dann natürlich nicht lesen werden, aber den wir dem Suggestor Balger übersehen. Die Explosion ist hier. Hierin verlasse ich, dass der Außenposten meinen Namen nach verbotenen Dingen durchsucht. Dem Inhaber dieses Befehls vor Ort Folge zu leisten, alle Mitglieder unserer Gemeinschaft haben sich kooperativ zu verhalten. Dietrich Legard. Das ist vor allem so ein Blankobrief. Der Inhaber dieses Dokumentes ist freien Zutritt zu allen Räumlichkeiten gestattet. Das ist halt total dumm. Formaler Brief? Die Überprüfung ihrer DNS war erfolgreich. Sie sind ein geeigneter Kandidat für unser Projekt. Daher ist die Überprüfung ihrer Familie eine reine Formalität. Melden Sie sich für unseren Termin in den örtlichen Informationszentrum. Sobald alles geregelt ist, werden Sie im Zuge des Projekts umgesiedelt. Freuen wir uns auf Sie für eine bessere Zukunft. Ich habe noch gar nicht gelesen, den formalen Brief. Krass, Sicherheitscode? Achso, den hat er wahrscheinlich fallen lassen. Banditenüberfall eingedämmt, Munitionsverbrauch hoch, Funkanlage noch immer defekt, zunehmende Bedrohung durch Kreaturen, Patrouillen erhöht, Kolteralschaden bei Übung, Akolyt Bernhard tödlich verwundet, weiterer Akolyt zur Ausbildung Patrouillen als Verlust gemeldet, Nahrungsreifen aufgestockt, jedoch unzureichend, ausgemäße Ausbildung anhand der akuten Gefährdungslage unmöglich, bitte um die Zeit einer Aufstellung der Schlagkraft durch Maschinen, Mensch oder Maschinen. Dietrich, da bin ich immer gespannt. So, da wird sich ja bestimmt auch Kollege Schnuschu hier freuen, dass ich mal eben. Vor allem, er hat gesagt, ich soll den Gegenstand von hohem Wert bei ihm lassen. Aber ich habe halt nichts bei ihm gelassen, oder? Ich bin einfach nur, losgelaufen. Meldegänger. Das ist. Man kann sich den Dialog angucken, weißt du? Das ist so Balder, ne? Das ist Balder, ist bestimmt schlecht, um mich zu sprechen mit einigen. Verdient hat er das oder? Nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Balder das so cool findet, durch den einen. Oh, da waren noch andere gefangen, ja. Vielleicht meint er die. Ah ja. Hier, der Bericht des südlichen Außenpostens. Das ist ja interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, dass du als Meldegänger einberufen wurdest. Ich musste mir das Vertrauen für diese Arbeit erkaufen. Ah, verstehe. Unter diesem Gesichtspunkt kann das offizielle Prozedere getrost missachtet werden. Ja. Da, deine Aufwandsentschädigung. Hat er jetzt ernst gemeint, dass es getrost ist? So, er hat vielleicht nicht wohl, sie kommen aus dem Süden, oder? Ja, hab ich. Ich sehe schon, dass wir noch mit. Der Lieferant, da war es das nicht mit Carsten schon? Ich dachte, das hat jetzt mehr oder weniger unser Problem. Das war's doch, oder nicht? Oder war es nur einer der Alexander? Nicht so laut. Abgebrochen. Achso, der abgebrochen Dietrich. Ja, das war ja nur einer. Am Anfang hatte ich irgendwie nur so drei, und dann hatte ich irgendwie so gefühlt 100. Für den komischen Dietrichen. Weil ich die aber jeder Ecke mal mitgenommen habe. Das ist gar nicht so schlimm, wenn ich hier irgendwie mal. Er war nicht oben. Ja, hier oben habe ich noch gar nicht geplündert. Ach, das ist die Bude hier. Da bin ich schon dreimal durchgerannt. Da war übrigens gerade Hagen. Den ich übrigens für schuldig halte mit der ganzen Edix-Schmuggelgeschichte. Meine Fresse, wo ist denn jetzt hier? Das ist auch komplizierte Bauweise hier. Dach, Dietrich. Wegen des Elex-Schmuggels. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Du hattest also Erfolg. Ja, ein Outlaw steckt hinter all dem. Er ist Geschichte. Das nenne ich Befehlsgehorsam. Gut gemacht. Aber erklär mir, wie ist ihm dieser Schachzug gelungen? Er hat den Außenposten infiltriert und konnte so verdeckt seinen Geschäften nachgehen. Das beunruhigt mich. Diese Kerle werden immer dreister. Aber gut, dass die Angelegenheit nun vom Tisch ist. Hier, nimm dies als Dank. Des Weiteren werde ich die nötigen Stellen wissen lassen, welchen Dienst du mir erwiesen hast. Kampf 20, ihr könnt nur Geld rausholen. Danke. Ich habe zu danken. Das wäre dann alles. Weggetreten. Ich muss militärisch bei Ihnen. Oh, drehen wir mal mit Hagen. Ist doch nicht so gut, Hagen zu beschuldigen. Das war der Kampftyp, ne? Legat. Das ist Hagen? Vielleicht das hast du Oswald. Sicher nur in den falschen Hals bekommen. Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Damit habe ich nichts zu tun. Und ich möchte auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Frag mich also nie wieder danach, verstanden? Die sind alle wie ziemlich verdächtig, oder? Ich hier noch irgendwie, den wir kennen. Manche Dinge lässt man besser vergraben. Legat. Kein Legat? Doch, es gibt einen Legat, und zwar Anna, aber. Doch, ein Abel. Was ist das hier nicht, wenn du sagst, was ist das hier? Hm.
Ein unauffälliger Rucksack mit einem großen roten X drauf. Mit mehreren großen roten Xen. Sollte mir das irgendwie Sorgen machen? Mit Eisenerz? Also, wie verdächtig, oder? So ein Rucksack mit einem großen roten X? Wir sind leider in unserer Elix-Handel-Geschichte immer noch nicht weitergekommen. Ich kann halt Shorty beschuldigen, aber das bringt ja irgendwie nichts. Ich meine, ich verstehe, dass das Eisenerz hier irgendwie überall runterfällt, aber ich brauche unbedingt mal wieder ein paar Splitter. Hat sie was Neues zu sagen oder steht sie nur noch drum rum? Ich habe jetzt keine Zeit. Okay, anscheinend hat sie keine Zeit. Du bist doch verrückt. Ja, yeah, in der Tat. Nur was? Rote Tonne? Boah, meine Stiefel. Oh ja, rote Tonne. Vielleicht. So. Hier wird man dauernd angebaggert. Hinter Mönner, das Elix-Handels, finde ich, könnte nee, ist klar. Helfen. Der war entfernt. Kommen ist. Das nervt. Ja, aber. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Ach, warte mal. Oh, der. Ist da hinten ist Oswald. Nee, ist der Fabrikwache? Wenn du etwas zu melden hast, sprich mit Reinhold. Okay. Warum ist mir einer etwas Punkte? Was? Grad? Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Schön. Das ist gut. Boah, habe ich nie einen Punkt? Warum ist diese Fabrikwache als Punkt? Kann es sein, die irgendwo ist unten. Ne. Hä? So, Kaya ist der Punkt. Nee, ist nicht. Die Fabrikwache ist einer meiner gelben Punkte. Wenn du etwas zum. Hä? Warum? Hä? Wer sind die anderen drei Punkte? Grubenwache? Ach so, das war. Was die Trägerbörde? Ja, die roten. Die sind doch sehr gefährlich, diese roten Kisten. Das ist. Da sollte man wirklich mehr Warnschilder aufstellen. Das ist echt. Das ist also. Wirklich, das ist unverzeihlich, ehrlich. Reden wir halt mit Reinhold und sagen ihm Bescheid hier, wie die Phase ist. Hab hier eh keine neuen Informationen hier. Sagen wir halt, wo Oswald. Ich weiß nicht, wo Oswald ist, aber. Ach. Oder nimmt mir das Spiel hinter die Aufgabe ab. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht Siegfried war. Weil das ist der einzige von den beiden, der ein Alibi hat, ein vollständiges. Reinhold war der Typ da unten, ne? Na, kein Problem. Jute Dach, Reinhold. Grüße dich. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Achso, das da. Ich habe Dietrich geholfen, die Hintermänner des Elex-Handels ausfindig zu machen. Ich habe bereits davon gehört. Du hast uns einen großen Gefallen erwiesen. Ist dir dieser Gefallen denn vielleicht auch etwas wert? Natürlich. Hier, wenn du jetzt noch dabei hilfst, den verdächtigen Elex-Händler hier im Hort zu finden, dann wäre ich bereit, dich in die Reihen der Kleriker aufzunehmen. Falls dies dein Wunsch ist. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass wir dich für erfahren genug erachten. Ja, das ist. Ich kenne den Verdächtigen. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war. Ich denke, es war Oswald. Ich muss mir sicher sein. Ich habe keine Ahnung, wer Oswald eigentlich ist, ne? Aber das Ding ist halt. Oswald oder Hagen? Siegfried war es auf jeden Fall nicht. Ich denke, es war Oswald. Ich habe es schon geahnt. Auch wenn er so tut, als wäre er der kalanfürchtigste Mensch in Margalan, so ist doch etwas komisch an ihm. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Auch du. So, jetzt kann ich ja glücklich hier gewinnen. Ach komm, wir machen das einfach mal. Warte mal, ich lade mal kurz. Und mach mal. Was sehen wir, was Hagen sagt? Ich vermute. Das sind schwere Anschuldigungen, die du da gegen einen unserer besten Männer erhebst. Ich hoffe, du bist dir der Konsequenzen bewusst. Ich werde, wenn er wird, wenn. Ah ja.
Okay, das sagt doch mal was anderes. Ich hätte gesagt, dass bei allen vielleicht den gleichen Spruch sagt. Bei jedem nur gesagt, ja, das haben wir auch schon gedacht. Ja, das ist, bin ich jetzt aber zu neugierig. Also ich bleib bei Oswald, aber ich möchte ja... Ich werde der Sache auf den Grund... Wenn dies... Okay, gut. Da sagt er auch ein kurzes Spruch. Wir bleiben bei Oswald. Auf den Oswald, sieht das ja... So. Ich... Ist dir... Natürlich. 83 Sprüche ist halt so wenig. Du... Ich denke, es war Oswald. Ich habe... Da. Wenn dies... Ja, so Akolyt. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Alexandels zu finden hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst? Wie sich gerade die Kratzer, der hat sich halt durch den Hals und dann hat er sich halt, das ist auch viel leichter, kommen, wenn du normalerweise machst halt so Verrenkung, wenn du dich halt so am Rücken kratzen willst, weißt du, musst du ja halt immer so runterkratzen, das ist total doof, wenn du aber einfach durch dich selber durchkreist, dann kannst du deine Haut auch von der anderen Seite kratzen, das ist viel besser, das ist voll cool, ja. Ja, nehmt mich in eure Reihen auf. So sei es. Uah. Nun ist es also soweit. Unsere Suche nach neuen Rekruten für unsere Sache war wieder einmal erfolgreich. Wir dürfen heute ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Er war ein heimatloser Wanderer. Er war ein Ausgestoßener und auf der Suche nach seiner Bestimmung. Doch ab heute ist sein Weg klar. Fest im Glauben an Kalan und mit großem Mut wird er seine neuen Aufgaben meistern. Ja, wir hatten oft Probleme mit unserem Nachschub und viele Entbehrungen zu beklagen. Doch die vielen Jahre des Wartens und des Krieges haben uns nur noch stärker gemacht. Und wir werden nicht ruhen, bis das Unheil des Elex von dieser unserer Welt verbannt ist. Ja, wir sind jetzt noch wenige, doch unsere Zahl wird sich bald schon wieder mehren. Zaudert nicht, meine Freunde. Solange uns so gute Männer wie dieser hier sich uns anschließen, gibt es guten Grund zur Hoffnung. Geh nun, erfülle uns mit Stolz und gib den Deinen Zuversicht und Erlösung. Kleriker von Ignadon. Ach, ich bin direkt Kleriker, das ist ja schön. So, Kleriker plus 1. Das hören uns echt mit dem Gegner Kleriker halten. Das ist schön. So, Psi-Verstärker wählen, Psi-Werfer wählen. Komm mal hinter, das ist echt mit den Fähigkeiten der Kleriker. Cool. Du hast eine magische Waffe erhalten. Öffne mit Ida Inventar platzieren, um sie zu verwenden. Es gibt ja nur Tutorial hier. Wir fragen jetzt so Sachen. Was genau bedeutet es, ein Akolyt der Kleriker zu sein? Als Akolyt hast du dich für die Gemeinschaft einzusetzen und deinen Glauben an Kalan zu beweisen. Auf kurz oder lang werden wir dich dann zu einem Legaten ernennen. Oh, können wir das vorbereiten? Aber zuvor hast du die Pflichten eines Akolyten zu erfüllen. Wo soll ich anfangen? Ach, ich hab direkt Es richtig. Ist für jeden Kleriker Pflicht, zumindest die Grundzüge der Suggestion zu lernen. Du solltest am besten zu Balder gehen. Er ist unser oberster Suggestor. Er wird dir Näheres darüber erzählen können. Außerdem hat jeder neue Akolyt eine Wallfahrt zu begehen, um den Glauben an Kalan zu festigen und um Erfahrung zu sammeln. Auch dafür wirst du dich bei Balder melden. Des Weiteren wirst du mit Martha sprechen. Sie wird dir sagen, wie du dich in der Gemeinschaft nützlich machen kannst. Hab ich das schon? Dann sehen wir weiter. Viel zu dramatisch. Gehorsame Pflichterfüllung. Was sagt Kato dazu jetzt? Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Was genau gibt dir das, ein Kleriker zu sein? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles.
Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Ah ja. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Na gut, das war jetzt relativ eindeutig. Ich glaube, wir haben die Diebesquest haben aufgegeben, dann hat die anderen beiden. Das hat gar nicht so viele Quests gecancelt, ne? Also ich hätte gedacht, das macht das viel mehr kaputt. Aber das... Ach nee, den Auftrag der... Ach, das habe ich auch noch immer noch. Ach. Das hat irgendwie so gut wie keine Quest gecancelt. Das hat vielleicht vor allem direkt die Rüstung gekriegt, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ich bin gelevelt. Ich habe leider schon wieder vergessen, was ich leveln wollte. Eintopf? Moment, ja. Zum Laien befördert worden. Ja, das, ich bin jetzt Laienpriester. Akolyt ist ein. Ich dachte eigentlich, ein Akolyt ist ein Priesteranwärter. Oder zumindest ein geistlicher Anwärter, nicht der Laie. Weil ein Laie ist ja nicht theologisch ausgebildeter Hilfsdiener-Typ, so ein Kerzenträger halt. Wohingegen ein Akolyt, dachte ich, ist immer so ein anderer Typ. So, was haben wir denn Akolytenrüstung? Ja, gut. Oh, die bringt 15, 16 Rüstung. Ah, doch, die ist schon wie besser als das Schachterhelm, das stimmt wohl. Ist ja in deinem Geist, wie ein Messdiener. Nee, siehst du, ist aber im Geist hier. Ne? So, Schachterhose. Die gute Hose gibt's. Die gute Hose muss ich jetzt noch beim Waffenhändler selber kaufen, oder was? Ja, wir gehen einfach zum Balder. Achso, wir sollten. Ach, jetzt habe ich da oben so ein Ding symbol, ist ja schön. So, Psyverstärker. Schwarzes Loch. Eisen, sie Hände, Kettenblitz. Ach, cool, was ich alles kann. So, warte mal, kriegst du zuweisen? Wahrscheinlich auf der Null. Wie geht denn das jetzt, wenn ich das Ding raushole? Achso, kann ich jetzt hier... Okay. Achso, das ist wahrscheinlich genau wie die Feuerfaust von den Dingen. Okay, das ist natürlich ganz lustig. So, dann kann ich jetzt Kleriker-Sachen leveln. Ja, Outlaw? Hä? Okay, dann... Achso. Okay, ja. Besser gar Kleriker. Psyche werden länger, richtig gut. Verstärkte hier Stufe, Batterie, hier Stufe. Technische Waffen bauen, ne? Okay, mit technischen Schaden halt. Ach so, okay, jetzt kann ich sockeln, okay. Ey, Mann, haben wir den Verdienst so von ohne Karten, da bist du das. Nee, das lassen wir mal. Suggestion, das kriege ich wahrscheinlich gleich vom Ball davon allein, nehme ich mal an. Kraft, Allokation der Maschine. Psychkraft, Gesetz der Maschine, achso, Reinigung, mit dem. Kraft 1, Kraftwelle, Kraft des Gefechte. Die Kraft, Psychkraftprojektion einsetzen. Was, Wiederbelebung? Achso, Wiederbelebung ist auch. Achso, wenn ich den sterbe, stehe ich wahrscheinlich wieder auf. Na gut, wir gehen erstmal zu Balder. Bakuliten, kennst du die Starcraft, Warcraft? Ja, das, die von den Untoten. Die Vorgehung. Na gut, das gab es noch ein paar mehr. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Achso, ich sollte das Ding gleich mal wegstecken. Hopp. So, bin ich mal gespannt, was Balder zu dem Thema zu sagen hat. Das ist ja eigentlich, ne? So, mein Gutster. Anscheinend hast du dich entschlossen, ein Kleriker zu werden. Es tut gut, neue Gläubige in unseren Reihen zu wissen. Ich nehme an, Reinhold hat dich zu mir geschickt. Richtig. Dann hat er dir mit Sicherheit auch gesagt, dass jeder Akolyt dazu verpflichtet ist, die Grundzüge der Suggestion zu lernen. Ich werde es dir beibringen, wenn du die nötigen Voraussetzungen mitbringst. Des Weiteren ist jeder Neuling dazu verpflichtet, eine Wallfahrt im Namen Kalans zu unternehmen. Das, wie gesagt, das ganze Genre. Ich habe mich neulich mit meiner Freundin darüber unterhalten, welche Spiele so ikonisch sind und was so die Meilensteine sind. Mir ist dann aufgefallen, dass es so eine leichte Lücke zwischen 2003 und 2007 oder so gibt. Und seit 2012 ist sowieso nichts mehr passiert, oder seit 2009. Seitdem ist irgendwie alles irgendwie relativ unlegendär. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass so Witcher 3 ja an sich irgendwie... besonders ist zum Beispiel, aber auf der anderen Seite, Witcher 3 ist halt einfach nur ein gutes Spiel, das halt so ist, wie man es erwarten würde, gegen so die ganzen Rammstöcke überall andersrum läuft, aber an sich nicht revolutionär neu ist. Frage ist unter Wallfahrt. Was ist das für eine Wallfahrt, die ich unternehmen muss? Bei deinen Reisen durch Magalan sind dir bestimmt schon mal die Kalan-Schreine aufgefallen. Vier dieser Schreine stehen auf einer Route durch ganz Ignadon. Diese vier Schreine musst du aufsuchen und an ihnen beten. An den Schreinen wirst du von Kalan auf die Probe gestellt. Wenn du gesund und erfolgreich von deiner Wallfahrt zurückkehrst, befindet dich Kalan als würdig, sein Diener zu sein. Ah ja. Wo finde ich die Schreine?
Die Schreine befinden sich alle am Wegesrand alter Straßen oder Pfade und bilden einen großen Kreis. Wenn ich dir den Weg zu den Schreinen beschreiben soll, dann schreibst du am besten mit. Der erste Schrein befindet sich direkt außerhalb des Eingangs zum Hort. Von dort aus musst du nach Nordwesten weiter. An der rechten Straßenseite findest du den zweiten Schrein. Und von dort läufst du Richtung Süden zum dritten Schrein. Beim dritten angekommen, hast du es fast geschafft. Du musst nur noch einmal Richtung Osten, um den Kreis zu schließen. Viel Erfolg. Jo, jo, jo. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? So, dann, wir müssen Suggestion lernen. Können wir auch. Davor. Ich habe auch genau 30 dafür. So, ach, Kleriker passt. Achso, ich kann meinen Kleriker dann noch steigern. So, warte mal. Mal kurz gucken. Hatte ich noch irgendwas auf Tasche, wofür ich das leveln wollte? Ich sag, ich kann die nicht tragen, aber Schwert der Ankunft. Ja, das war's nicht, oder? Das ist ein Energieregentenschwert, brauche ich. Dafür brauche ich noch 4 Stärke. Die könnten wir holen. Da fällt mir jetzt gerade auf, mein Amulett macht auch irgendwas. Ich würde gerne ohne das Amulett auskommen. Das macht Gestärke und Geschick. Nee, das kriegen wir nicht hin. Also, das passiert, wenn ich das Amulett abrüste. So, da war ich. So, ich brauche noch 4 Stärke, ja? 4 Stärke müssten wir hinkriegen, theoretisch. War es nicht Y? Anscheinend war es nicht Y. Ja, bin ich gerade 2 Level gelevelt? So. Funktioniert das Spiel so? So, und jetzt habe ich. Müsstest du eigentlich genug haben, das Energieregentenschwert zu tragen? Genau, das macht nämlich noch Schadenstyp Energie. War das schon mal viel besser. Ach, ich habe direkt noch ein Akolytenschwert oben drauf gekriegt. Das habe ich vorher benutzt für ein Ding. Jetzt komme ich gerade. Ich habe vorher das. Ne, das Schwert der Ankunft habe ich nicht benutzt. Ich habe schon mal das Akolytenschwert, ist das, womit ich die ganze Zeit rumgerannt bin, oder? Ja, ist es auch. So, jetzt trage ich ja so ein Schwert, was viel stärker ist, das ist, was ich eigentlich darf. Judy, warte mal, da haben wir dit. So. Dann hatte ich, glaube ich, sonst nichts bei weg noch getragen. So, praktisch. Die Akolytenrüstung, die brauche nichts, okay. Gut, dann Waffen. Defekte Elix-Waffe. Wo habe ich die denn her? Okay, egal. So, macht das Regent. Was brauche ich denn für das Ding? Das Ding kann ich ja tragen. Ne, da brauche ich noch 4 Intelligenz mehr. Dann könnte ich die auch tragen. Und das ist eine. Das ist kein Plasma, das ist auch ein Laser-Ewehr. War die überhaupt besser? 15, macht halt 45 plus 5 Schaden. Das Lasergewehr? Die macht doch mehr Schaden. Den Geisterbogen werde ich ja wahrscheinlich nicht. Okay, macht das Regent. Brauche ich noch 4 Schickigkeiten mehr. Okay, gut. Das können wir auch noch leveln. 4 Schwierigkeit. Ne, Intelligenz. So, können wir nämlich die. Die Knifte können wir nämlich den. Wir können die Scheißbogen nicht umsetzen, ersetzen, aber egal. So, dann haben wir das hier. Die jammern nicht mehr rum, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Okay, gut. Sieht doch recht stylisch aus, ne? So, Judy, dann haben wir das. Irgendwie Sachen markieren, die ich verkaufen möchte, aber irgendwie würde ich hier langsam mal mehr. Aber es ist eigentlich ein Plasmagewehr PT3. Das ist besser als der Rest. Also den Granatwerfer werde ich wahrscheinlich auch nie benutzen können. So Psi-Verstärker, ja. Achso, die Dingsmagie hätte ich die ganze Zeit nutzen können. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen später für. Egal. Gut, denn. Mehr Berserker wären wahrscheinlich nicht. Outlaw. Persönlichkeit. Möchte ich noch was leveln? Bücher von Attributpunkt, das würde ich halt gerne noch leveln, aber ich halt Gerissenheit haben, das habe ich leider nicht. Synthetisch? Nee. Muss gerade mal gucken, ob ich noch was anderes leveln möchte, bevor ich hier irgendwie lang und breit irgendwie alles in Kleriker setze. Okay, ich war alles nicht leveln, na gut, dann gucken wir mal, was ich bei Kleriker nochmal. Schild klingt halt irgendwie gut, aber es kostet irgendwie alles Energie, ne? Mal Psi, Ding, ja, richtig, was ist denn das? Das Psi klingt erstmal wie etwas, was ich leveln möchte. Balda bringen wir Psi bei. Bring. Was? Denk an die Boni für die Rüstung. Oh, warte mal. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Das ist gerade gelesen habe von 3 Meter Verschluss. Waren das hier? Mutantenkiller? Der Jetpack? Was ist denn der Scheiß? Rüstung. Rüstung kann ich tatsächlich leveln. Okay, wir leveln ein Level C.
Batterie schon auch nicht. Schon Waffen? Das kenne ich nicht. Tschüss. Na. Was hat denn der im Angebot? Achso, er möchte die Heiltränke. Verstehe. Ring der Vitalität. Hat er noch was Cooles im Angebot? Sieht. Eisenherz, Federn. Ja, anscheinend nicht. Okay, gut. Er hat erstmal nichts. Judy, denn. Wollen wir nochmal rauskriegen, wer schuld war? So, wartet erst einmal Blüten. So, Suggestion können wir. Martha manipuliert. Rennen wir erstmal zu Martha. Die müsste ja vorne in der Essensbude sein. So. Denkst du? Die Rennspiele? Gab es nicht zwischendurch ein paar gute Rennspieler? Das Ding ist halt, mich begeistert, diese ganzen Rennspiele alle nicht so, aber. Ach, Oswald war der Typ hier, ne? Der die Predigt hat, oder? Der ist irgendwo weg. Na gut. Gut, dass ich dich treffe. Ich habe mir die ganze Nacht mit Arvids Lehren um die Ohren geschlagen. Aber es hat sich ausgezahlt. Du meinst das Buch aus dem Archiv? Genau. Irgendetwas passt nicht zusammen. Zwischen den Zeilen liest sich das Machwerk viel zu technisch, als dass es sich um eine reine Glaubenslehre handeln könnte. Des Weiteren hat jemand ein paar Randnotizen auf einigen Seiten hinterlassen. Aha. Wer auch immer das Buch vor mir gelesen hat, war einem Rätsel auf der Spur. Dieses Rätsel können wir nur lösen, wenn wir den Hinweisen, die uns die Randnotizen geben, nachgehen. Pass auf, ich konnte aus den Notizen diese Koordinaten entschlüsseln. Ich bin mir sicher, wenn du ihnen nachgehst, stößt du auf weitere Hinweise. Such den Ort auf und sieh dich nach einem Schriftstück oder so um. Falls du etwas findest, komm zu mir zurück. Na, ist klar. Warte mal, kann ich bei ihr vielleicht direkt hier Dings lernen noch? Nee, da nicht. Aber wer ist denn hier der Kampflehrer? Hagen wahrscheinlich, wa? Baller, ja, Baller. Bruderhart, Hagen. Sind wir aber schon fast bei Martha, ne? Die müsste eigentlich hier wohnen, oder? Martha war doch die hinter der Küche. Der habe ich doch vorhin schon geholfen, oder nicht? Das können Sie doch nicht machen. Ich glaube, als letztes habe ich für Speed Under eine Schande. Ich gratuliere dir. Schön, dass du dich uns angeschlossen hast. Hier, damit dir dein Einstieg als Akolyt etwas einfacher fällt. Hat mir einer der Händler zugesteckt. Und da ich das Zeug nicht mag, kannst du ja vielleicht etwas damit anfangen. Yay. Warum gerade ich? Ihr Akolyten habt es schon schwer genug. Da kann es nicht schaden. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle zusehen, dass ich recht bald zum Legaten befördert werde. Sonst ist es gut möglich, dass du deine Entscheidung schnell rückgängig machen möchtest. Aha. Ja. Ich brauche dich, um Legat zu werden. Du brauchst nicht mich. Du brauchst lediglich eine Aufgabe, die beweist, dass du dich für uns einsetzt. Aber das lässt sich einrichten. Du könntest mir der Tradition gemäß beim Verteilen der Rationen behilflich sein. Sollte mir nicht weiter schwerfallen. Die Zubereitung der Rationen dauert allerdings noch ein paar Stunden. Komm einfach später wieder und nimm sie in Empfang. Ah ja. Gib mir die Ration. Ich brauche... Das braucht noch ein paar Stunden. Gib mir die Ration! Das was ich vorher gemacht habe, da interessiert ihr anscheinend keinen. Aber ich finde es interessant, dass jetzt Eva um die Ecke kommt mit ihren Zusätzen zu Arvids Lehren. Das ist ja schon mal ein bisschen interessant. Genau, wird mit Hagen reden. Macht das nochmal schnell gesettet? Recht schnell zum Legaten. Lass dich aber eben befördern. Akolyt sein ist kacke. Also, moin Hagen. Bring was bei. So, nochmal. Bei ihm möchte ich nämlich. Mir fällt gerade so ein, dass. Das ist ja nicht. Was ich möchte ja nicht Kampf haben. Ich will ja. Nö, das ist Kampf, oder? Nee, das ist Überleben. Ich brauche einen Überlebenslehrer. Da muss ich ja, glaube ich, doch mal zum Lager der Mitte, oder? Nee, Godehard ist tatsächlich Überlebenslehrer. Warum der Typ Überlebenslehrer ist? Naja, wenn sein muss. Most Wanted war es, er macht nichts Backup. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Underground ist. Es hat nicht Underground. War es Most Wanted? Das muss immer so 2007 oder 2008 gewesen, damit ich das gespielt habe. Need for Speed, das war, glaube ich, immer nachts. Aber es hatte eh keine Story. Also doch, es hatte eine Story. Nee, Carbon. War es Carbon? Ich glaube, es war Carbon. Carbon? Gab's das? Gab's ein Need for Speed Carbon Teil? Wenn ja, was der? Key ist der örtliche Waffenhändler. So. Fuck. Hat er was Neues? Ach, jetzt könnte ich ein Regentenschwert 2 kriegen. Ja, jetzt kann ich da nicht dran. Oh, er hat Flammenwerfer im Angebot. Das ist ja schön.
Besser ein Lasergewehr-Typ. Das ist toll, dass dieser Gewehr LT5 ist sogar noch besser als meins. Aber ich kann sehen. Ein Helm. Oh, warte, hier kriege ich einen Helm. Diesen Helm tragen wir. Blüten Athletiker. Schafft er nämlich an. Ich habe eine Gasmaske, ne? Was für ein Ding habe ich gerade? Ich habe gerade eine Schutzmaske. Die macht Rüstung 2 und Resistenzen. Also wäre der Helm prinzipiell besser, oder? Auch minimal. Warte mal, nee. Ich mache das, ich kaufe hier nichts bei ihm hier. Das ist, glaube ich, eh sinnfrei. Ich mich gleich demnächst um die Garten befördern lassen, dann muss ich ja erst doppelt kaufen. Nee, Bruderhart, bring mir auch schnell was bei. So, dann machen wir noch Abenteuer, auf keinen Fall. Rüstung. Kann ich die nächste Stufe schon? Nee, leider nicht. Jut! Dann, machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann, ich wünsche euch was.